Ja, kommen wir mal zu einem anderen Thema, was aber auch unmittelbar mit Motorradfahren zu tun hat. Und zwar habe ich mir die Insta360 One X2 zugelegt. Was auf jeden Fall dazu gehört, ist der Selfie-Stick. Da kann man unheimlich schöne Aufnahmen machen. Hier zum Beispiel mal den Rundflug um mein Motorrad. Sieht aus wie eine Drohnenaufnahme. Ja, und das Ding, wenn das installiert ist an der Kamera, den sieht man nicht. Und für die Befestigung der Insta360 am Motorrad, da habe ich einfach die alte Action-Kamera-Halterung genommen. Ja, und das passt. Die Soundkulisse, die wird abgedeckt von vier Mikrofonen rund um die Insta360. Hört sich meines Erachtens schon mal ganz gut an. Windgeräusche sind natürlich so eine Sache. Ja, und das ganze Ding wird bearbeitet in einer extra App, beziehungsweise das funktioniert bei mir noch nicht richtig, da muss ich mich noch extrem mit beschäftigen. Ich habe das einfach über die Insta-Software gemacht, die man komplett kostenlos runterladen kann. Und da muss ich mich natürlich jetzt auch erstmal reinfummeln. Das Video, so wie ihr das jetzt seht, das habe ich mit meinem Schnittprogramm CapCut und Magic Video Deluxe Premium zusammengestellt. Ja, und hier wandere ich mit dem Selfie-Stick, der knapp 1,50 lang ist, durch die Landschaft und ihr könnt ihn nicht sehen. Ich habe hier mal angehalten an der Kluvensieker Schleuse am ehemaligen Eiderkanal, das auf dem Weg nach See steht, wo man über den Nord-Ostsee-Kanal mit der Fähre fahren kann. Ja, hier hört man natürlich die aufgenommenen Windgeräusche extrem. Ja, aber auf der anderen Seite, ich bin der Meinung, das gehört dazu. Man kann das natürlich mit einer entsprechenden Software rausfiltern oder runterregeln. Oder noch einfacher, man startet sein Bike, dann sind die Windgeräusche weg. Dann zeige ich euch nochmal den Bargettreff in Seestedt. Da ist in der Woche natürlich nicht so viel los. Ja, und nochmal vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat mein erstes Video in 360 Grad gefallen. Und jetzt geht es ab nach Holzsee, Käse kaufen.
Damit ihr keine Videos verpasst, einfach den Abo-Button und die Glocke aktivieren.